Nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Das habt ihr noch nicht gesehen. Ja, ich war beim Friseur. Ja, ich war beim Friseur. Und jetzt sehe ich anders aus. Genau. Hey, hey, hallo ihr Leute und willkommen zurück zu New Life. Ich bin ganz alleine. Der Demeter ist ja immer noch im Krankenhaus. Den Duffy habe ich jetzt heute nicht erreicht. Beziehungsweise ich habe kurz geguckt. Er war noch nicht da. Beziehungsweise ich bin ich der Meinung, dass er nicht da war. Hab dann nicht so unbedingt so viel Zeit gehabt zum Gucken, weil ich jetzt nachher aufnehmen wollte, weil heute ist Mittwoch, also ich nehme nicht am Dienstag auf und ihr werdet natürlich von letzten Mittwoch jetzt einen riesigen Sprung sehen. Ihr seht ja schon, wie weit wir schon hier fertig gemacht haben. Und zwar war die Folge letzten Mittwoch, war glaube ich die Folge 6 und wir haben 8 Folgen aufgenommen. Das heißt, 2 Folgen habe ich noch weitergebaut und eine Folge, die letzte Folge, hat sogar Metos und Duffy hier mitgebaut. Und ich habe im Stream noch ein bisschen weitergebaut am alles passt schon. In dem letzten Stream habe ich das weiter hier auch noch ein bisschen weiter gebaut, deswegen sind wir jetzt, sind wir natürlich ein Stückchen weiter, wie ihr seht, und, bin ich generell weiter, hat Duffy weitergebaut? War das, oder? Ich bin mir jetzt gerade ein bisschen irritiert und frage mich gerade, ob Duffy weitergebaut hat. Ich bin mir nicht sicher, ich frage ihn einfach, wenn ich ihn sehe. Ja, aber auf jeden Fall wisst ihr ja, wir haben ja hier richtig was vor. Ich hüpfe jetzt mal den Weg lang, damit ihr seht, wie weit das eigentlich noch nach hinten geht. Und dort hinten, wo das Ende ist, baue ich dann einen großen Bahnhof. Und von dem Bahnhof gehen nochmal so eine Strecken, das doppelte, dreifache, nochmal in alle drei Richtungen. Gerade durch weiter geht es dann dahin, wo ich mit Lyris mein Haus baue. Apropos, was mir gerade noch einfällt, und zwar werden wir wahrscheinlich bald neue Leute bei New Life begrüßen. Ist auch nur eine Ausnahme. Weil eigentlich wollte ich jetzt erstmal keinen mehr reinholen und so, weil viele haben jetzt auch sich ja auch gewünscht reinzukommen, ne? Ein paar Zuschauer, und ich wurde auch öfter angeschrieben und habe eigentlich gesagt, jo, wenn es dann wieder losgeht, melde ich nochmal. Das Problem ist, ich muss denjenigen leider enttäuschen, hier ist das Ende, wie ihr seht, also es ist echt eine weite, weite Strecke. Die mache ich, das ist nur eine Ausnahme, dass ich die reinhole, weil ich auch weiß, dass die beiden aktiv sind, beziehungsweise bei dem zweiten weiß ich nicht, ob der reinkommt, aber der eine auf jeden Fall, und ich weiß, dass derjenige auf jeden Fall aktiv sein wird. Den kenne ich jetzt auch jetzt seit kurzem. Ist ein etwas kleinerer, beziehungsweise ist ein kleinerer YouTuber, was jetzt meine Größenverhältnisse angeht, ist er wirklich ein kleinerer YouTuber, was mich aber nicht sonderlich stört, denn Leute, ich bin nämlich auf den Typen zugegangen, ich hab ihn durch ein Projekt kennengelernt, das Projekt kommt auch noch im Laufe der Wochen, ist ein Modpack-Projekt, so ein Battle-mäßig, und ich habe ihn kennengelernt, also Dival, der das Projekt macht, also Frankie Levit, der dieses Projekt macht, hat mir ihn gezeigt, den Dennis, mit dem ich jetzt sehr viel in letzter Zeit mache, auch privat, also jeden Tag quatschen wir, und ich habe den Kanal gesehen und habe gesagt so, yo, habe ihn dann angeschrieben auf Skype, so, yo, hey, ich möchte dich gerne kennenlernen, ich habe voll Interesse daran, dich kennenzulernen, bla bla bla. Also ich denke mal, der hat sich wahrscheinlich auch gedacht so, was will der jetzt von mir? Weißt du, dann komme ich da auf einmal und sage, hey, ich will dich kennenlernen. So einfach so, weißt du. Was will der jetzt von mir so, ne? Und man merkt einfach, dem sind Abonnenten recht egal. So, weißt du, der hat einfach nur Freude am Aufnehmen. Und einfach generell einfach so ein bisschen am Zocken und so. Und das hat mir gefallen. Das habe ich auch gleich gemerkt in der Art so. Er ist, weiß ich nicht, das macht so richtig Spaß. Der nimmt auf mit Leuten, weißt du. Da ist einer, der hat 22 Abonnenten und er hat 300 noch was Abonnenten. Und da siehst du ihm einfach, dass es Abonnenten sind ihm egal. Und das hat mir sehr gefallen, weil ihr wisst ja, ich bin da auch so ein Mensch, dass mir das Abonnenten, die Größe der Abonnenten mir eigentlich relativ Wumpe ist. Und fand das halt richtig nice. Und auch einfach, wie er seine Videos macht. Der rendert seine Videos, glaube ich, in 55.000er Bitrate. Leute, ich rendere hier mit 10.000 und er mit 55.000 rendert er das Ding raus. Es ist echt unbegreiflich, aber dafür sitzt er auch richtig lange da. Oh, gut, ich meine, klar, ich hab mich gesteigert. Ich habe damals mit 6.000 gemacht, wegen meinem alten Rechner. Jetzt mache ich mit 10.000 und 10.000 ist es gut. Na gut, irgendwann werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen höher gehen, aber das ist schon ein echt heftiges Ding. Ne, auf jeden Fall, er ist richtig cool. Ich renne hier gerade doof rum, obwohl ich eigentlich weiterbauen sollte. Aber meine Nase. So, ich renne hier auf jeden Fall rum, obwohl ich hier weiterbauen sollte. So, Moment, mein Bein hat gejuckt. So, und ja, ihr habt gesehen, wie viel ich noch vor mir habe, was den Tunnel angeht. Habe ich noch, okay, ich habe noch genug Holz. Das heißt, da ist echt noch ein Weg zu bauen. So, was haben wir hier? Okay, dann machen wir hier mal weiter. Das sind 2, 3, 4, okay, dann hier wieder 1, 2, 3, 4, okay. 1,
2, 3, 4, jawohl. 1, 2, 3, 4. Nein, das war falsch. So. 1, 2, 3, 4. Alter, das wird so ein weites Ding. So, den bauen wir wieder weg. 3, 4. Das wird so ein Bauprojekt, Leute. Ihr glaubt es einfach nicht. Ihr seht es ja. Ne, es ist so heftig, ne? Ich habe mir da echt was zugemutet. Das wird auf jeden Fall, weiß ich nicht, wie viele Folgen in Anspruch nehmen. Aber so ist es ja mein Ziel. Ich wollte ja sagen, mindestens 100. Das ist jetzt, glaube ich, die 91. Folge. Ne, ungefähr. Überlegt euch das mal, wie weit wir eigentlich schon sind, wenn man es mal so sieht. Und ich habe mir überlegt, so nach dem Ziel 100 ist mein Ziel 150. Und nach dem 150er-Ziel, was ich auch wirklich ganz ehrlich gerne erreichen möchte, sind die 200. Achso, was mir gerade nochmal einfällt, ich weiß ja nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Das habt ihr noch nicht gesehen, ja, ich war beim Friseur. Ja, ich war beim Friseur. Und jetzt sehe ich anders aus. Genau. Ja, ich habe das gestern schon Unturned aufgenommen, eine Runde. Ihr seht ja, Unturned Battle haben ja viele von euch sicherlich mitbekommen. Aber die Folge kommt erst, das ist die Folge 5. Die kommt dann erst, da sage ich das. Also fällt mir gerade ein, dass ihr jetzt ja denkt so, Kalle, du siehst anders aus. Ja, ich habe meine Haare geschnitten, beziehungsweise schneiden lassen. Ich wollte das nicht mehr. Ich hab so viel Haare auf dem Kopf gehabt und ja, es musste natürlich wieder weg. Weil wenn man so viel hat, ich habe so dichtes Haar, so richtig dickes Haar. Und dann kommt so schlecht Luft an die Kopfhaut und dann fängt das an zu jucken. Also da kannst du auch sitzen und fünfmal dir die Haare waschen am Tag. Ne? Das ist wirklich so. Ich wasche mir die Haare. Ja. Dann ist alles okay. Alles ist easy so, weißt du. Fangen die an, dann trocken zu werden, fängt es wieder an zu jucken. Weil die sind so richtig dicht und dick. So wie, ich sag immer Zuckerwatte. Ne, ich meine, Zuckerwatte ist natürlich klebrig und so. Aber mit ihr ungefähr wisst, was ich meine. Das ist richtig dick und dicht, das Haar. Ne, und ja, es wärmt doch dementsprechend. Also wenn ich wirklich im Winter und so, brauche ich für den Kopf keine Mütze. Nur noch für die Ohren eigentlich. Wirklich, die wärmen auch nochmal so. Das ist so, es ist ein Fluch. Eigentlich, finde ich. Aber natürlich ist es klar, egal was für Haare man hat, man möchte immer das Gegenteil. Ich habe Locken, ich hätte gerne normale Haare, also glatte Haare. Nur die glatte Haare haben, die hätten gerne Locken. Es ist einfach so, es ist nie anders, ne? Tja, so ist das. Aber ganz ehrlich, wenn ich hinstellen mit einem Glätteisen zum Beispiel, ja, wäre mir ein bisschen zu aufwendig. Zumal ich, weiß nicht, mit einem Glätteisen, ich finde, das sollten auch nur Mädchen nutzen. Ich meine, klar, es gibt Männer, die nutzen das, okay, yo, aber ich weiß nicht, ich finde, es hat eigentlich nichts bei einem, das ist jetzt auch nicht altmodisch oder so, aber es ist einfach so meine Meinung. Ja, ich meine, Glätteisen und Mann, das passt einfach nicht, meiner Meinung nach, finde ich irgendwie ein bisschen komisch so, ne, ein Glätteisen und ein Kerl. Weil, ja, ich meine, gut, manche müssen es aber machen, weil sie lange Haare haben und weil die dann so komisch sind. Ist ja auch verständlich, aber man, das ist halt komisch. Ich meine, gut, jeder, der das macht, ist ihm überlassen. Ich habe da jetzt nichts gegen. Ja, aber ich muss es nicht haben. Genauso wie Haare färben. Ich habe es einmal gemacht, ausgetestet. Habe mir blond gefärbt, weil mein Blond, was ich hier habe, ist ja eher dunkel und gräulich. Ich hatte damals ein richtig schön goldenes Blond. Ein richtig schön gelb-goldenes Blond. Und das habe ich leider nicht mehr. Schade. Das muss ich sagen, das hätte ich gerne wieder. So ein richtig schönes goldenes Blond. Das wäre echt hammermäßig. Ja, das habe ich einmal gemacht. Aber das Problem ist, da meine Haare so schnell wachsen, lohnt sich das sowieso nicht, mir die Haare zu färben. Also, lassen wir es sein. Ich könnte das aber machen, mal schwarz färben, mal schauen, wie schnell das rauswächst. Aber ich möchte nicht mit schwarzen Haaren rumrennen. Ah, vielleicht verliere ich auch mal meine Wette und ich muss eine Glatze machen, wer weiß. Kann man nie wissen. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Fassade machen, aber müssen wir noch mal holen. Ach, warte mal. Wenn wir schon dabei sind, hier zurückzurennen, dann machen wir doch den hier gleich. Dann haben wir das hinter uns. Und ich weiß gerade nicht, warum das Mikrofon so leise aufnimmt. Deswegen. Da ist noch was drüber gewesen, Leute. Ja. Das hier war noch drüber. Nicht wundern, dass ich jetzt so komisch klang und warum. Jetzt sehe ich auch erst, dass es. Ah, nein. Ah, Mist. Naja, passiert ist nicht so schlimm, mein Gott. Ich denke mal, ja, konnte trotzdem verstehen, was ich gesagt habe. Und, ja. So. So.
Ja, das sehe ich auch, wenn ich leise rede, sind die Ausschlagungen einfach größer. Ja, das ist ein bisschen doof gelaufen. Aber naja, vor allem, wenn ich jetzt schreie. Ah! Ja, alles super. Entschuldigung. Oh, nee, ey. So. Das ist die Vieh wieder. So. Ja, mit dem Zucken. Ihr seht ja, ich zucke noch leicht mit der Nase. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es wird immer weniger zum Glück. Weiß nicht. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass ich so wenig geschlafen habe mal oder so. Ach, keine Ahnung. Nix. Ah ja, jetzt geht's ja. Und jetzt kitzelt meine Nase. Hatschi. Ach ja. So. Ja, ich habe ein bisschen sauber gemacht hier. Ich habe ein bisschen Staub weggemacht am PC, weil muss ja nicht alles verstauben. Mein Mischpult habe ich entstaubt und so. Und ja, ich habe zwar keine Schaustauballergie, da wurde ich damals gegen getestet. Also ich habe damals einen Allergietest gemacht, gegen allen möglichen Kram, Erdnüsse und etc. Also ich habe zum Glück keine Allergien. Aber Hausstaub ist halt so, immer wenn ich das irgendwie in der Nase habe, dann kitzelt das, dann muss ich niesen. Ne, das ist irgendwie... Nachdem ich das so weiß, dann ist es auch gewöhnt. Weil ich habe den Tisch abgewischt hier am PC, ein bisschen sauber gemacht, die Bildschirme abgewischt und mit Bildschirmreiniger sauber gemacht, habe ein bisschen aufgeräumt. Da waren nämlich ein paar Zettel noch so und etc. Das habe ich alles ein bisschen weggemacht, weil, ja, ich wollte das eh schon länger tun. Und jetzt kommt ja sowieso noch am Samstag der Oni. Und da musste man das ja mal machen, ne? Kann ja dann nicht hier noch alles so liegen haben. Es sieht ein bisschen komisch aus. Zumal ich mich selber das auch mal gestellt habe, aber ich habe einfach immer, war einfach zu faul, das mal zu machen. Deswegen war das eine gute Sache, dass jetzt auch nicht sowieso kommt. Nein, Spaß. Aber es hat mir, aber ehrlich gesagt, hat es mir natürlich jetzt den Ansporn gegeben, natürlich dann nochmal den kleinen Nebentisch aufzuräumen. Ich kann es euch ja mal zeigen. Moment. Das ist kein Thema. Ich nehme das jetzt einfach mit der Canon auf und blende das einfach gleich hier im Video mit ein. Ist ja kein Thema. So. Moment. Moment. So. Hapalefilm. Ne, und da habe ich, wie gesagt, passt auf. Da habe ich hier. Moment. Ich nehme mal auf. Hier aufgeräumt. Das war nämlich. Noch hier mit Papier, das lag dann hier, war noch alles ein bisschen voll mit Papierkram und sowas. Jetzt habe ich das alles weggepackt. Jetzt ist das etwas freier hier und hier habe ich ein bisschen sauber gemacht. So. So. Jawohl. Das blende ich ab. Habe ich euch jetzt eingeblendet, habt ihr ja gesehen. Ich wollte gerade sagen, das blende ich euch ein, aber haha, das habe ich ja jetzt währenddessen schon. Kamera war an und zack, hatte die das zweite Bild hier nebenbei. Und ja, das war, wie gesagt, ein bisschen mehr Papier und so war da noch, so ein paar alte Kritzeleien, Aufschreibungen von irgendwelchen Spawnpunkten, weil ich habe hier immer ein Blatt Papier liegen, habt ihr ja gerade gesehen, eventuell, habe hier immer ein Blatt Papier liegen, da schreibe ich dann immer alles drauf, Koordinaten und alles, was ich gerade brauche und irgendwann ist es ja vorbei, ne? Irgendwann brauche ich das nicht mehr. Dann werfe ich einfach weg und habe da jetzt ein paar Zettel liegen gehabt und so und hatte ein bisschen auch diese ganzen Zettelage wegen den ganzen Businessplan-Geschichten und so, die ich ja alles hatte. Habe ich jetzt auch alles wieder ein bisschen sortiert und so. Jetzt sieht es natürlich besser aus. Bin ich auch ganz froh drüber. Also, wollte ich eigentlich schon länger machen. Und ich habe jetzt auch noch meine Boxen an den Fernseher angeschlossen. Aber leider funktioniert das irgendwie nicht. Das ist voll doof. Der hat einen Klinkenstecker, also ein Loch für einen Klinkenstecker. Für so ein Kabel, wo man auch Köpfe reinstecken kann. Das Problem ist aber, man hört nichts über die Boxen. Sondern, aber wenn ich einen PC anschließe und das Kabel vom PC zum Fernseher mache, dann höre ich den PC am Fernseher. Das heißt, das ist ein Eingang, aber kein Ausgang. Das heißt, ich kann keinen Kopfhörer ranstecken und damit hören. Das finde ich ein wenig schade. Oder ich muss es umstellen. Da muss ich nochmal gucken. Das wäre natürlich auch, ich glaube eher, das ist vielleicht auch eine Einstellungssache, wenn man das einstellen kann. Das wäre natürlich auch nochmal eine gute Sache, weil ich wollte eigentlich gerne noch Boxen anschließen, so ein bisschen, um die Fernsehboxen zu entlasten. Vor allen Dingen, wenn man etwas lauter hören machen muss, zum Beispiel, wenn ich hier drüben aufnehme, muss meine Freundin da ein bisschen lauter den Fernseher machen, damit sie drüben was versteht. Und dann schrappelt er immer so. Ihr kennt das ja beim Fernseher. Dann schrappeln die so komisch und klingen nicht so gut. Und das ist auch nicht so gut für die Boxen. Die gehen dann irgendwann auch kaputt. Und da werden so eine Boxen natürlich, also externe Boxen natürlich mal perfekt. So, aber ich sehe gerade, wir sind hier bei 15 Minuten.
Wir haben die Folge erreicht. Ich weiß, ich habe heute nicht so viel geschafft und ich hoffe mal, dass die nächste Folge auf jeden Fall mit jemandem zusammen, also denke ich mal schon, ich werde dann den Lyos oder den Duffy holen. Ich weiß nicht, ob der Metos dann schon wieder da ist, das kann ich euch nicht sagen. Ich muss aber mal sowieso mal nachgucken und mal nachfragen, wie es Metos so geht. Das habe ich auch wieder ein paar Tage lang nicht gemacht, weil ein paar Leute haben ja Kontakt mit ihm privat. Jetzt zum Beispiel Toflo hat ja mit ihm Privatkontakt und ja, mal nachfragen, wie es ihm so geht. Das wäre natürlich mal wichtig. Also auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, ich beende die Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Moment. So, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschaut.